Ja, schönen guten Tag, liebe Interessenten. Es ist 15 Uhr, Sonntag, Zeit für unser nächstes Live-Open House via Facebook. Wir befinden uns heute hier im schönen Würseln, zentral gelegen in der Marstraße. Mein Name ist Horst Hammers, hinter der Kamera heute meine Kollegin Frau Jana Knob. Und wir möchten Ihnen diese Immobilie heute präsentieren, ein Zweifamilienhaus von 1912. 1933 ist dann noch ein Anbau dazugekommen, das werden wir Ihnen gleich einmal zeigen. Wir haben hier unten im Erdgeschoss eine vermietete Einheit, wo wir heute nicht rein können, weil wir den Mieter also nicht stören möchten. Aber wir haben einen weiteren in der ersten Etage Wohnraum, der genau den gleichen Grundriss haben. Ich würde sagen, wir gehen einmal ins Haus hinein. Ich öffne einmal die Haustüre. Frau Knob geht einmal weiter hier in das schöne, in den schönen Eingangsbereich mit dem schönen Treppenhaus. Wir haben hier zu unserer Linken die Eingangstüre zu der Zwei-Zimmer-Wohnung. Wie gesagt, vermietet, 62 Quadratmeter, zwei Zimmer mit einem sehr schönen Badezimmer. Sie sehen, wir haben hier den Ausgang Richtung Hof und Garten. Und jetzt starten wir einmal in der oberen Einheit. Die obere Einheit besteht aus insgesamt sechs Zimmern, hat 113 Quadratmeter über zwei Ebenen. Sehr schön, wie ich auch immer finde, wenn wir ein Fenster hier im Treppenhaus haben. Das bringt natürlich immer sehr schönes Licht ins Treppenhaus. Auch ein sehr schönes Fenster mit dieser Bleiverglasung. Energetisch gesehen natürlich jetzt nicht so das Beste. Diese Türe hier trennt jetzt diese Wohneinheit ab vom restlichen Teil des Hauses und wir befinden uns hier in einem kleinen Flur und starten einmal mit diesem schönen Raum, Esszimmer gedacht. Die Wohnung war von einer älteren Dame bewohnt, die ins Pflegeheim gekommen ist. Das ist auch Grund des Verkaufs hier. Eine sehr schöne Größe, wir haben einen sehr schönen Parkettboden, der auch sehr gepflegt ist. Zu dieser Seite das Wohnzimmer, auch sehr schön hell, die Sonne scheint hier schön herein. Wir haben zur Straßenseite, zur Marstraße, überall neue Kunststofffenster bekommen, 1996, doppelverglaste und wir haben auch ganz normale Rouladen über Zugband an den meisten Fenstern. Gehen wir einmal weiter, zurück durch das Esszimmer. In die Küche. Dieser Teil des Hauses wurde, wie gesagt, 1933 neu angebaut. Hier haben wir eine sehr schöne große Küche und etwas ungewöhnlich hinter dieser Küche dann ein sehr schönes Badezimmer. Das zeigt uns die Frau Knob jetzt einmal. Sehr schön großzügig, hell bis oben gefliest. Sie sehen Badewanne, große Dusche, Toilette, Doppelwaschtisch. Auch hier die Fenster im hinteren Bereich möchte ich erwähnen, sind noch ältere Holzfenster, einfach verglast, die müsste man wahrscheinlich einmal austauschen. Wir haben leider zum Haus keinen Stellplatz und keine Garage, deshalb zeigen wir Ihnen mal hier durch das Fenster. Es gibt nebenan so einen großen Garagenhof, wo man eventuellerweise eine Garage anmieten könnte. Dann gehen wir einmal wieder durch die Küche zurück. Die ältere Dame hatte hier noch einen Anschluss für Waschmaschine, aber selbstverständlich können wir auch in unserem Keller eine Waschmaschine Trockner aufstellen. Auf dieser Etage haben wir noch ein kleineres weiteres Zimmer, was sich sehr schön auch eignen würde als Arbeitszimmer, Lesezimmer, wie Sie es auch immer nutzen möchten. Viele meiner Interessenten, mit denen ich auch hier schon mal live vor Ort war, haben vielleicht auch schon mal über die Möglichkeit nachgedacht, diese Wand einmal hier zu entfernen, um dann das vorhandene Wohnzimmer zu vergrößern. Diese Möglichkeit müsste man natürlich dann mit einem Statiker besprechen. Dann gehen wir einmal weiter nach oben in den Schlafbereich. Die liebe Jana muss jetzt vorsichtig rückwärts gehen. Er hat eben schon gesagt, wenn sie hinfällt, dann haben wir wenigstens einen Lacher.
Auch hier haben wir nochmal so ein kleines schönes Fenster für den Lichteinfall hier ins Treppenhaus. So, fangen wir mit dem ersten Zimmer an. Das war mal das ehemalige Kinderzimmer. Hier gibt es nochmal einmal eine Toilette mit einem Waschbecken. Das ist sehr schön, dass man also dann nicht einmal runterlaufen muss. Das Zimmer hat jetzt hier eine nicht so besonders große Größe. Deshalb möchte ich hier nochmal diesen Schrank öffnen. Der ist nämlich sehr tief. Wenn es mein Haus würde, würde ich diesen Schrank rausnehmen und hätte nochmal 50 cm in der Breite dazu. Hier oben befindet sich der Zugang zum Spitzboden. Was man auf jeden Fall noch bei diesem Haus tun müsste, wäre dafür die nötige Dämmung sorgen. Gehen wir einmal weiter ins große Schlafzimmer. Gehe da noch einmal vor. Das jetzt wieder schön gelegen zur Marstraße. Auch wieder hier überall unsere neuen Kunststofffenster. Eine sehr schöne Größe. Sie sehen, hier steht ein großes Doppelbett drin mit Kommoden rechts und links. Kleiderschrank, Kommode und auch sehr schön und häufig gewünscht, direkt hier angrenzend an dem Schlafzimmer noch ein weiteres Ankleidezimmer, Arbeitszimmer, wie Sie es auch immer nutzen möchten. Eine andere Möglichkeit würde noch bestehen, das vorhandene Kinderzimmer vielleicht zu vergrößern, wenn wir diese Tür hier einmal schließen und in dieser Wand eine Tür einbauen oder fast die ganze Wand herausnehmen. So, jetzt gehen wir einmal langsam zurück. Frau Knob geht jetzt wieder rückwärts die Treppen herunter. Und da wir Ihnen die untere Wohnung ja auch jetzt leider nicht zeigen konnten, weil wir die Privatsphäre unseres Mieters nicht stören wollten, gehen wir noch einmal in diesen Bereich. Die untere Wohnung ist vom Grundriss genauso wie dieser Bereich. Hier hat der Mieter sein Wohnzimmer getrennt durch eine Glastüre und er hat hier ein sehr schönes großes Schlafzimmer. Dann genau wie in dieser Etage seine Küche und dahinter das liegende Badezimmer. Wir haben natürlich auch einen virtuellen Rundgang von diesem Haus. Wenn Sie Interesse haben, machen wir das gerne mit Ihnen. Dann gehen wir einmal Richtung Hof und Garten. Jetzt gehe ich einmal vor. Geht das etwas einfacher. Unser Haus ist teilunterkellert. Die Kellertüre befindet sich hier. Im Keller können wir leider meist, wie gesagt, nicht filmen, weil wir dann ein zu schlechtes Internet haben. 1912 ist das Baujahr des Hauses. Der Keller ist in einem Top-Zustand für dieses Baujahr, trocken. Da befindet sich auch die Gasheizung, eine Boderus-Heizung von 2003 in einem ordentlichen Zustand. Kommen wir jetzt in den Hofbereich. Das Haus ist einmal komplett 1986 verklinkert worden. Wir haben hier, wie Sie von außen schon gesehen haben, diesen Durchgang durch diesen Schuppen. Bietet sich toll an für Fahrräder, Kinderwagen, Mülltonnen etc. Hier dieser erste Teil des Hofes liegt frei. Dieser zweite Teil ist hier etwas überdacht. Und diese Türe kommen wir dann in den Gartenbereich. Die Sonne scheint heute sehr schön. Wir haben insgesamt ja 325 Quadratmeter Grundstück. Wir sind sehr zentral in Würsen gelegen und wir haben hier absolute Ruhe. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben einen guten Eindruck von diesem Haus bekommen. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, wenn Sie uns eine Anfrage schreiben unter www.phi24.de oder rufen Sie uns auch gerne an unter 0241 400 870.
Frau Knob und ich wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank.